herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Was Mama Miracoli kann, das können wir schon lange. Wir machen heute eine Gewürzmischung für Tomatensauce, Spaghetti-Tomatensauce. Für mich als Kind natürlich die absolute Erinnerung an Mama Miracoli. Und das gab es ja dann so im Päckelchen und da weiß man ja nie so genau, was drin ist. Aber wir machen heute eine Gewürzmischung, bei der ihr genau wisst, was drin ist. Und ich habe gehört, die schmeckt mindestens genauso gut wie das Original. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wir brauchen eigentlich nur ein paar Gewürze. Die habe ich euch hier schon mal vorbereitet. Das einzige, was kein Gewürz ist, sind hier die getrockneten Tomaten. Davon 50 Gramm in unseren Kessel. Grobes Meersalz habe ich genommen. Ihr könnt auch Steinsalz holen, aber auf jeden Fall wichtig, grobes Salz. 200 Gramm. Ihr könnt auch etwas weniger Salz nehmen, auch etwas mehr Salz. Manche Leute machen auch Zucker an so eine Gewürzmischung. Ich lasse das jetzt mal weg, weil es ist ja in der Regel genug Zucker an anderen Dingen dran. Einen gestrichenen Teelöffel voll Fenchelsamen brauchen wir. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, wo kriege ich Fenchelsamen her? Tada! Aus dem Teebeutel. Einfach aufschneiden, Teelöffel rausnehmen aus dem Teebeutel und dann habt ihr eure Fenchelsamen. Schwarzer Pfeffer muss ran und zwar 1,5 Teelöffel. Das hier ist getrockneter Sellerie. Na, wo kriegt man den? Ganz einfach, den macht ihr selbst. Ihr holt euch einen Sparschäler, schneidet euch dünne Scheibchen ab, macht die in kleine Stückchen, lasst die entweder im Backofen einfach ein bisschen mit trocknen oder über Nacht liegen lassen. Man kann es auch im Dörrautomaten machen, also kann man sich selber herstellen. Das gleiche übrigens auch mit getrockneter Karotte oder so, ne? Könnt ihr da auch reinmachen. Die Standard italienischen Gewürze, Thymian, Oregano, Basilikum, davon jeweils 4 Esslöffel. Beim Thymian könnt ihr natürlich auch ein bisschen weniger nehmen, das ist nicht so jedermanns Sache. Ich mag's und meine Family auch, also auch hier 4 Esslöffel. An jede gute Tomatensauce muss natürlich Knoblauch dran und da wir eine Gewürzmischung machen, nehmen wir 2 gehäufte Teelöffel Knoblauchgranulat. Auch hier ist es übrigens ganz gut, wenn ihr sowas selber macht, gerade wenn ihr Allergiker in der Familie habt, könnt ihr zum Beispiel den Knoblauch auch weglassen. Und das letzte ist Zwiebel, ja, auch hier getrocknete, damit es haltbar ist. Da machen wir 2 gehäufte Esslöffel rein. Ich weiß nicht, ich glaube, die kann man auch selbst machen. Müsste man mal ausprobieren. So, und jetzt beginnt unser Kessel zu arbeiten. Und zwar machen wir das Ganze 15 Sekunden auf Stufe 10. Los geht's! Und ob ihr es glaubt oder nicht, das war unsere Spaghetti-Tomatensauce-Mischung. So sieht es hier aus im Kessel. Das Ganze könnt ihr in Gläser abfüllen und das hält sich auch wirklich sehr, sehr lange, obwohl wir bis auf das Salz keine Konservierungsstoffe drin haben. Wie man das Ganze jetzt einsetzt, was man damit machen kann, das erkläre ich euch in einem nächsten Video. Ich fülle das jetzt mal hier in ein Gläschen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.